Ihr Blick in die Sterne hat sie berühmt gemacht. Astrolady Gerda Rogers. Seit 30 Jahren werden ihre Sternstunden jeden Sonntag im Radio gesendet. Und ebenso wöchentlich pendelt sie für ihre Kunden zwischen Baden bei Wien und Linz. Wir sitzen in einem deiner Lieblingsrestaurants, im Restaurant Verdi in Linz. Wenn wir jetzt Corona ein bisschen beiseite schieben, ja, kannst du als meist gegoogelte Frau Österreichs überhaupt noch normal in ein Restaurant gehen? Oh ja, das geht schon. Natürlich ist es hin und wieder mal ein bisschen schauen, aber macht ja nichts, du. Ja, das kann ich schon, du Euer. Aber ich muss sagen, hier war ich ja 40 Jahre lang, bitte. Ich habe ja oben gewohnt, in Lichtenberg mit der Schwester. Und das war immer der Heimweg, hat wahrscheinlich hier Rast gemacht. Du bist nach wie vor sehr, sehr erfolgreich. Und mitverantwortlich für den Riesenerfolg der letzten Jahre ist dein Manager und Biograf Clemens Trischler. Und er ist auch so etwas wie dein Ersatzsohn. Wie hat sich denn diese Mutter-Sohn-Liebe entwickelt zwischen euch beiden? Du, ich bin wie die Jungfrau zum Kind wieder gekommen. wir haben uns kennengelernt, auch in einem Fernsehstudio. Und ich als alte Dame habe gedacht, da kommen zwei hübsche Burschen rein, erlaubt man sich ja mal, junge Männer anzusprechen. Aber das geht nur, weil man so alt ist. Und ich habe gesagt, hallo, ihr zwei Hübschen, was macht ihr da? Und sind wir ins Plaudern gekommen und dann bin ich drauf gekommen, dass er auch in Baden wohnt, dort seine Wurzeln hat. Und dann haben wir uns halt wieder im Casino bei Pinkriben-Aktion getroffen. Und auf einmal ist das so entstanden und dann hat er ja meine Biografie geschrieben. Ja. Und jetzt macht er halt meine ganze Social-Media-Arbeit. Mhm. Und so fort, so weiter und so fort. Ja, und ich wurde wieder mal Ersatzmutter. Und er hat mir ja verraten, dass du dieses Buch, die Biografie, gar nicht machen wolltest. Er musste dich dazu überreden. Wie hat er das angestellt? Beziehungsweise, warum wolltest du es gar nicht machen, das Buch? Ja, so wichtig bin ich ja gar nicht, dass man ein Buch schreiben muss. Hab mich nicht so wichtig empfunden. Ich habe gesagt, warte mal, zuerst schaue ich mir dein Horoskop an, ob du überhaupt schriftstellerische Talente hast. Die hatte er. Okay. Also das hat er geliefert. Und so ist unsere Arbeit entstanden. Er muss dich generell öfter von etwas überzeugen, weil es gibt von dir ja jetzt zwei neue Babys, eine T-Shirt-Kollektion und Cremes. Und auch dazu musste er dich überreden, weil du wolltest das gar nicht machen. Stimmt das? Also ich bin verliebt nach wie vor in meine Sterne. Und das ist meins. Ja, und dann hat sich natürlich auch ergeben mit den Sternen gemeinsam die netten Sterne-T-Shirts. Und da habe ich natürlich immer dann die originellen Sprüche dazu gemacht. Da steht dann gleich drauf, wer bin ich? Ja. Man weiß gar nicht, mit genau, wem man zu tun hat. Du bist ja Steinbock und hast den Steinbock gerade an. Ich habe immer Bock. Alles, vor allem auch auf schöne Dinge und die Arbeit. Ja, ja. Oder der Fisch sagt, ich träume, bitte nicht stören. Das sind die romantischen Fische. Oder zum Beispiel der Schütze. Ja, ich weiß, dass ich alles weiß. Oh, Sie das sind immer ich. Die Besserwisser. Jetzt hast du mich aufgedeckt. Sehr nett, ja. Also, ja, oder der Löwe. Bitte, wenn Sie mich ansprechen, Majestät genügt. Damit sind wir schon bei den Fanfragen, liebe Gerda. Das sind Fragen von Zusehern und die möglichst kurz beantworten, bitte. Ja. Ich habe sie versteckt in der Speisekarte. Ja! Treffen Sie private Entscheidungen auch aus dem Bauch heraus oder gehen Sie nur nach den Sternen? Da schaue ich mir gern die Sterne an. Vor allem von meinem Vis-à-vis. Wie ähnlich sind Sie Ihrer Zwillingsschwester? Sehr, sehr ähnlich und dann doch auch wieder sehr konträr. Mhm. Wir sind zwar eineige Zwillinge, aber auch einige Zwillinge haben wir mal ein bisschen das Genetische von der Mutter mehr, das andere vom Vater. Also da sind Unterschiede, aber sonst sind wir schon sehr ähnlich. Mhm. Bekommen Sie oft Anfragen für ein Date? Mehr als genug. Und vor allem, was mich immer wundert, von sehr jungen Männern, dass ich mir denke, die können nicht lesen, die müssen doch wissen, wie alt ich bin. Wie nahe geht es Ihnen, wenn einzelne Menschen mit bissigen Kommentaren auf Ihren Erfolg reagieren? Erfolg bringt natürlich auch ein bisschen Neider, Hasser, was immer ist. Und jetzt überhaupt in der Zeit von Facebook und WhatsApp, die Leute schreiben ja rein, was sie wollen. Mhm. Und ich frage mich immer, wann arbeiten diese Menschen, dass sie so viel Zeit haben, da andere zu bepflegen. Ja. Aber gut, jetzt gibt es ja eh schon Hass im Netz, was schon bestraft werden kann. Und ich finde das richtig. Mhm. Weil sensible Menschen,
die kannst du damit wirklich zum Psychiater treiben. Mhm. Bitte, Sie brauchen nicht mehr schreiben, an mir prallt's ab. Welchen Wunsch haben Sie sich noch nicht erfüllt? Ich würde sagen, es ist alles zufällig geglückt, wie ich es wollte. Und ich bin wunschlos glücklich. Ich kann es wirklich sagen, vor allem, dass ich gesund bin, dass ich noch arbeiten darf, dass ich liebe Freunde habe. Mann, brauche ich keinen mehr. Der Laden ist für immer geschlossen. Also, ja, was will man mehr? Ihr größter astrologischer Irrtum. Gab es denn überhaupt? Na, meine Ehemänner. Aber ich würde sagen, da muss ich jetzt die Sterne entschuldigen, da habe ich noch nicht die Astrologie gemacht. Wie ich es dann gemacht habe, habe ich gewusst, die zweite Ehe ist auch fällig, adieu zu sagen. Adieu, das wäre eigentlich ein guter Schlusspunkt. Ich sage adieu und vielen herzlichen Dank, liebe Gerda, und wünsche dir eine schöne Heimfahrt nach Baden mit deinem großen Wagen. Ja, mit dem Himmelswagen, danke. War sehr nett, danke. Vielen herzlichen Dank.